So, jetzt mal rückblickend auf die Woche. Der Chris hat dreimal trainiert. Zweimal mit Easy, einmal seinen komischen Kurs gemacht, der aber auch relativ anstrengend ist, ne? Muss man ja zugeben. Das Problem ist, der Chris hat das Gefühl, beziehungsweise er hat sich gewogen, hatte mehr auf der Waage. Und das im Zusammenhang mit dem, dass er jetzt endlich mal seine Kalorien erreicht hat. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, woran liegt's. Ich habe schon so eine Vermutung, aber erst stellen wir den Guten auf die Waage. Kurzer Rückblick auf die Woche. Ich habe heute nicht so ein ganz gutes Gefühl. Ich hatte, kann man schon fast sagen, zwei kleine Rückschläge, wo die Waage mehr angezeigt hat. Und ich habe mich, schätze mal, zum einen, ich habe ja letzte Woche ein bisschen gefeiert, dass es davon eventuell noch kam. Zum anderen bin ich jetzt von den Kalorien hochgegangen oder nochmal hochgegangen und komme jetzt so an die Grenze, wo ich eigentlich hin soll. Ansonsten habe ich noch gehört, dass man nach 18 Uhr eher nichts mehr essen sollte. Und da werde ich den Yannick jetzt gleich mal fragen, ob da was dran ist oder ob man das getrost ignorieren kann. Also, der Christian hat mich eben gefragt, wie es ist mit nach 18 Uhr essen. Weil es gab ja, wie eben gesagt, ein paar Probleme mit seinem Gewicht. Ob das wirklich ein Problem darstellt? Nein, tut's nicht. Der Kalorienverbrauch, der ist rund um die Uhr zu sehen. Wir reden von einer 7-Tages-Bilanz und nicht von einer 18-Uhr-Rechnung. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer das mal in die Welt gesetzt hat. Das ist auf jeden Fall Blödsinn. Er kann dann jederzeit essen ab 18 Uhr. Vielleicht soll er sich jetzt nicht alle Kalorien vom Schlafengehen reindrücken. Aber das hat ja was mit den Auswirkungen auf die Schlafqualität zu tun.
So, also wir haben jetzt die Messung hinter uns. Die war leider miserabel. Nicht so dramatisch, wie der Chris dachte. Er sagte mir, dass er von einem auf den anderen Tag knapp 3 Kilo zugenommen hat.
Ja, da war natürlich sein Bedenken, es ist fett, aber nein, das ist technisch nicht möglich. Wenn man das rein mathematisch sehen würde, mit 7000 Kilo ist ungefähr 7000 Kalorien ist 1 Kilo Fett. So viel Überschuss hat der Gute mit Sicherheit nicht gehabt. Jetzt war natürlich der Fall, dass wir den Plan geändert haben auf rund 2000 Kalorien. Dass es eventuell zu hoch für ihn ist, weil er sich wirklich halt echt kaum bewegt. Also ich habe das nochmal mit ihm alles besprochen, wie viel Bewegung hat er wirklich. Es ist wenig, sehr wenig. Und dann war aber auch noch der Fall, der hat am Wochenende getrunken. Also alles in allem ist meines Erachtens Wasser gewesen. Was auch die heutige Messung dann gezeigt hat, die Kilos waren noch wieder unten. Es waren lediglich 600 Gramm mehr. Ja. Unser Plan ist auf jeden Fall jetzt, auch auf Chris seinen Wunsch, weil er gerne noch mal einen Gang zulegen würde. Er bekommt 1500 Kalorien. Das ist sehr wenig für das Gewicht. Er hat aber auch sehr wenig Bewegung. Und es ist sein Wunsch. Wir erfüllen ihn aber dann nach unseren Vorgaben, clean, und er wird sich an unsere Mahlzeiten halten. Ich habe einige Zuschriften bekommen, warum ich das Ganze mache. Ganz zu Beginn habe ich ja schon mal erwähnt, zum einen die Familie. Das für die Familie hauptsächlich. Ich habe zwei Kinder, zwei kleine, und ich habe keine Lust, jetzt mal krass ausgedrückt, in 10 Jahren abzukratzen. Und ich hätte gerne noch was von meinen Kindern. Und das ist eigentlich so der Hauptgrund und auch das, was mich anspornt, was mich antreibt. Zum anderen, mein Job, da bin ich viel unterwegs. Und da muss ich auch eine gewisse Kondition haben, das habe ich letztes Jahr gemerkt. Ansonsten für meine Gesundheit im Allgemeinen. Ich hatte keine Lust mehr drauf, dass wenn ich eine Treppe hochlaufe oder irgendwas, dass ich total außer Puste bin. Und das ging so gar nicht mehr. Dann, was auch mit so einem Gewicht schwierig ist, ist Klamotten finden. Augengrund. Und ich habe keinen Bock mehr, nur teure Klamotten zu kaufen, weil es die billigen meistens nicht so wirklich in großen Größen gibt. Und das ist eigentlich so das, warum ich das Ganze mache. Von der Waage her, meine größten Befürchtungen sind nicht so ganz eingetreten. Es war jetzt nicht so heftig, wie ich es vermutet habe. Es waren 600 oder 700 Gramm mehr. Die kriege ich wieder runter. Wir haben jetzt abgesprochen, dass wir die Kalorien wieder ein bisschen reduzieren, dass wir vom Training nochmal ordentlich Gas geben jetzt die letzten 2 Wochen. Und ja, dann, es gibt ja auch so ein paar, die dann nicht an mich glauben und sagen, ich schaffe das nicht und überhaupt. Und ich glaube, so die ersten 14, 15 Kilo, das ist schon mal eine Ansage für die Leute, die meinen, dass ich das nicht schaffe. Die letzten 2 Wochen jetzt geht es auch noch mal ein bisschen runter. Und danach wird es auch noch weitergehen. Und dann seht ihr schon, zu was ich imstande bin. Aber nochmal alles in allem, es ist natürlich nicht so tragisch, wie das jetzt vielleicht rüberkommt. Wir haben jetzt x Wochen hinter uns. Wir haben schon 15 Kilo verloren. Das ist alles cool. Wir haben noch 2 Wochen vor uns. In denen geben wir jetzt nochmal Gas. Chris gibt nochmal im Training richtig Gas, hat er heute auch. Und dann wird das Ergebnis gut werden. Also wir werden da einiges runtergeholt haben.